Ein ganz herzlich willkommen, meine Damen und Herren, und meine Geschwister im Glauben. Ich heiße Hope und mein YouTube-Kanal heißt Bonnenbusch. Dieser YouTube-Kanal ist für die Vorbereitung der Braut Jesu. Ja, ich möchte mich entschuldigen, dass ich seit ja, lange nicht mehr auf diese Video gepostet habe. Ich habe Grippe gehabt. Ich hatte eine schwere Grippe gehabt. Darum, ich glaube, man hört von meiner Stimme noch ein bisschen. Aber jetzt, Gott sei Dank, mir geht es besser. Ich wollte nicht in diesem Zustand, ich konnte kaum reden und alles. Aber ich danke dem Herrn, mir geht es gut. Und alle Ehre alleine sei dem Herrn, in Jesu Namen. Amen. Ja, bevor, vielleicht bist du neu auf meinem YouTube-Kanal, da sie neu auf meinem YouTube-Kanal. Ich singe gerne. Ich habe nicht die beste Stimme, aber ich singe gerne, ich preise gerne den Herrn. Ich danke ihm gerne für seine Güte, seine Barmherzigkeit, für seine Gnade, für seinen Schutz, für die Leitung, für Schutz über meine Familie, über meine Ehe. Ich danke dem Herrn so ganz herzlich. Und für allem, ich danke ihm für meine Rettung, für das Kreuz, was er Jesus Christus für uns am Kreuz, ich sage uns und ich sage auch für mich persönlich am Kreuz getan hat. Mein Herz wird ihm bis in die Ewigkeit dankbar, dankbar, dankbar sein, in Jesu Namen. Und ja, und ich würde ihm oder sie, ja, ich würde dich auch so nachzudenken. Ohne das Kreuz Jesu, was er am Kreuz tat, wir wären heute keine, uns nicht als Christen nennen. Nee, wir waren Heiden, verloren in Götzen, verloren in Anbetung zu Satan. Alle Heiden. Ne? Alle Heiden. Aber wir danken dem Herrn, mit seiner großen Liebe und seiner Gnade hat er uns zurück zu ihm geholt. Und ihm alleine sei die Ehre, Lob, Dank. Bis in die Ewigkeit. Amen. Darum singe ich gerne. Und ich möchte gerne, ich möchte beginnen. The blood of Jesus set us free. The blood of Jesus set us free from sin and sorrow. The blood of Jesus set us free. The blood of Jesus set us free. Oh, the blood of Jesus set us free. Oh, the blood of Jesus set us free from powers of darkness. The blood of Jesus set us free. Oh, the blood of Jesus set us free. Amen. Vielleicht würde jemand das heißt, das Blut Jesu macht uns frei von der Macht der Dunkelheit, von der Macht der Finsternis, von der Macht von Sünde und Kummer. Vielleicht jemand, der Christ ist, sagt, ah, warum singen Sie das so ein Lied? Wir sind doch gerettet, wir sind doch frei. Meine Geschwister, meine liebe Geschwister, wir leben auf einer gefangenen Welt. Darum müssen wir jeden Tag Gott um Vergebung bitten. Darum müssen wir beten, um Vergebung und um nochmal hineinzuschauen, wo wir falsch gegangen sind. Und das Lied, was ich gerade gesungen habe, ist ein Gebet. Und wir leben auf dieser Erde. Wir sind meistens nicht perfekt. Darum singe ich solche Lieder. Und das Lied ist biblisch. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood of the Lord Jesus Christ. There is power, oh gracious, everlasting power in the blood. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of my Savior. Oh, the blood of Jesus. He washes white as snow. Come and be washed in the blood of Jesus. Oh, I am washed
in the blood of Jesus. The blood of Jesus has set me free. Oh, I thank him for the cross. Oh, the blood of Jesus, he washes away every sin. Oh, you'll be white as snow. Komm, du wirst gewaschen durch das Blut, Blut Jesus. Oh, ich bin gewaschen durch das Blut Jesus. Ich bin rein gewaschen durch das Blut. Komm, du wirst gewaschen durch das Blut Jesus. Es wird dich von jeder Flecken der Sünde, von jeder Dreck der Sünde, dich rein als Schnee waschen. Oh, Lord Jesus, I thank you for the blood of Jesus. Oh, I thank you, Lord, for the blood of Jesus. Lord Jesus, I thank you for the blood of Jesus. And it washes white as snow. Have you been to Jesus for the cleansing power and be washed in the blood of the Lamb? Are your garments are as spotless, are as white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, come and be washed in the blood, in the soul, cleansing blood of the Lamb. Oh, are you fully trusting in his grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Unto the Lord be all glory. Great things the Lord Jesus has done. Unto the Lord be all glory. Great things he has done. Unto the Lord be all glory. Mighty gracious things the Lord Jesus has done. Unto my Lord be all glory. Oh, great things the Lord Jesus has done. Glory, glory, glory to the Lamb. For you are glorious. You are worthy to be praised. You are the Lamb upon the throne of grace. You are the Lamb upon the throne. Over the two shower, Jesus, you are the Lamb upon the throne of grace. You are the Lamb upon the throne. Oh, the beast has Lamb, dance of the gliding throne seats on the gate. The beast has Lamb, dance of the gliding throne seats on the gate of bounds. Oh, Jesus, the beast has Lamb, dance of the gliding throne seats on the gate. Oh, the beast has Lamb, thou of the gliding throne seat. Hey, reside there, thou of the gliding of the throne seat. And some Zion and Lamb, and they hear and love Zion. Oh, you are the Lamb upon the throne. You are worthy to be praised. The beast's verdict, oh, surprising love, hearing. Oh, my heritage. The beast verdict for our prize. Oh, Zairet and Zelenosa. The beast verdict for the low prize. You are worthy to be praised. Lord Jesus, you are worthy to be honored. My Redeemer, you are worthy to be praised. My narrator, the beast verdict. Oh, sons of low price, the beast, you are worthy to be praised. You are worthy to be praised, my Redeemer. Oh, you are worthy to be praised, my Savior, my Redeemer, my Comforter. You are worthy to be praised. Unto the Lord be all glory. Great things
He has done unto the Lord be all glory. Oh, great things he has done. Unto the Lord Jesus be all adoration, honor. Great things he has done. Unto the Lord be all glory. Great things he has done. Oh, great things. Oh, great things. Greater things the Lord Jesus has done. Unto the Lord be all glory. Great things he has done. Ist das Lied heißt, alle Ehre sei denn, Herr Jesus. Große Sache hat er getan. Großes hat er getan. Amen. Und ich möchte mein Lied, das ist eine meiner Lieblingslieder, das ist ein deutsches Lied. Ich gebe dir auch, aber ich mag dieses Lied auf Englisch. Auf Deutsch. Es gibt das Lied auch auf Englisch, aber ich mag das Lied lieber. Es ist ein Hymn. Ich mag das Lied auf Deutsch. Ja. Oh Gott, der sei Ehre, der Großes getan, du liebtest die Welt, nahm der Sünder dich an. Dein Sohn hat sein Leben zum Opfer geweiht, der Himmel steht offen zu ewigen Freude. Preist den Herrn, preist den Herrn, Erde hör diesen Schall. Preist den Herrn, preist den Herrn, Volk erfreut euch an. O kommt zu dem Vater in Jesus fernan und gibt ihm die Ehre, der Großes getan. O große Erlösung, erkauft durch sein Blut, dem Sünder, der glaubt, kommt sie heute zu gut. Die volle Vergebung wird jedem zuteil, der Jesus erfasset, das göttliche Heil. Preis den Herrn, preis den Herrn, Erde hört diesen Schall. Preis den Herrn, preis den Herrn, Völker freut euch all. O kommt zu dem Vater, Jesus wir nahn, und gibt ihm die Ehre, der Großes getan. Halleluja. Oh, gib hier Jesus die Ehre. Er hat Großes getan für die Menschheit, für die ganze Welt, für die Sünder, für die Sünde der Welt. Ja, Jesus Christus hat die Brocken der Sünde von uns weggenommen. Er zahlte den Preis für Sünde. Sünde hat einen Preis. Herr Jesus hat den Preis für Sünde bezahlt. Er nahm diese Voraussetzung auf sich. Er nahm das an sich und bezahlte mit seinem Leben, mit seinem Blut. Er bezahlte mit seinem Leben durch die Währung seines Blutes. War das Blut Jesu, geistliche, Blut ist eine Währung in der geistliche. Egal welche Art von Blut, Blut ist eine, aber Herr Jesus hat eine, sein Blut hat eine höhere, die höchste Preis. Denn dafür hat er für uns bezahlt. Weil wir teuer, wir sind, darum sagt die Bibel, wir sind teuer erkauft. Worüber sind wir erkauft? Womit sind wir erkauft? Mit dem Blut Jesu sind wir erkauft. Wie Offenbarung Kapitel 5 sagt uns, dass Herr Jesus hat uns zurückerkauft mit seinem Blut. Er hat uns zurück zu Gott erkauft, mit seinem Blut. Und ich liebe das Blut Jesu. Ich rede gerne über das Blut. Ohne, ich werde hier heute nicht stehen. Und ich bin dem Herrn bis in die Ewigkeit dankbar, was Herr Jesus Christus für uns getan hat. Und ich rufe uns Christen, nicht Christen, dass wir nachdenken. Ohne den Herrn, egal ob vielleicht, ich weiß nicht, warum ich dieses Thema darüber rede, vielleicht kennst du den Herrn noch nicht, vielleicht bist du jemand, der immer jeden Sonntag in die Kirche geht, der gerne in die Kirche geht, oder Gottes, über Gott, oder Herz zieht dich dazu. Vielleicht denkst du nach. Ohne das Blut Jesu werden wir nicht bestehen, werden wir diese Erde nicht bestehen, werden wir nicht mehr leben. Ohne das Blut Jesus Christus, auch wenn du nicht Christ bist, das Blut Jesu redet für dich, er spricht für dich, er redet Besseres. Wie in Hebräer 4, Hebräer 12, 24 steht geschrieben, dass das Blut Jesus, der Mittler des neuen Bundes, und das Blut der Besprengung, und das Blut Jesu redet Besseres als das Blut vom Abel. Das Blut Jesu ist die höchste Blut. Warum? Ja, Jesus war ohne Sünde. Er war Gott selber. Sein Blut war Gott, sein Blut. Er hatte keine menschliche Väter oder keine menschliche Vater. So, sein Blut kommt vom Himmel, aus Himmel, von Gott selber. Darum ist er würdig, weil das Blut wird voll genug, dass Gott akzeptabel war, um uns zu retten. Alle, die ganze Menschheit,
Darum geht es ja nicht um Religionen. Er hat uns erkauft. Jesus hat uns für den Preis der Sünde bezahlt mit seinem Blut. Sünde hat einen Preis. Und darum die Bibel sagt auch, der Lohn der Sünder ist tot. Aber die Gnadengabe Gottes, ein ewiges Leben. Wo kommt die Gnadengabe? Durch das Blut Jesu. Darum rede ich. Gnade in das Blut Jesu, sprich für mich. Und dann, ich möchte mal das mal lesen, woher Jesus uns mit seinem Blut erkauft hat. Das ist Vers 9, Offenbarung Kapitel 5, Vers 9. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet. Ja, Jesus wurde geschlachtet, brutal geschlachtet am Kreuz. Du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft. Mit welcher Währung? Mit deinem Blut. Aus allen Stämmen und Sprachen, Völkern und Nationen. Herr Jesus hat für unsere Missetaten, unsere Sünden, unsere Falschheiten, egal wie schwerwiegend es ist, auch wenn wir Blut, Menschenblut auf unsere Hände kleben, Herr Jesus hat dafür bezahlt. Wie großartig. Darum singen Halleluja. Halleluja, 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 oh Halleluja, 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 oh Halleluja, 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 oh Halleluja, oh Halleluja, 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 Ehrenlob, Dank sei dem Herr Jesus. Halleluja, oh Halleluja, Halleluja, oh Halleluja, 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 oh Halleluja, oh Halleluja, Halleluja. I've got my mind made up and I won't turn back, 'cause I wanna see my Savior, my Redeemer, someday. Oh, I've got my mind made up and I won't turn back, 'cause I wanna see my Savior, my narrator, my loser, honest I guess. Oh, ich hab mich entschlossen, den Weg, den hier für mich vorbereitet, er zu streiten. Warum? Weil ich möchte mein Retter, mein Loser, der für mich viel am Kreuz bezahlt hat. Oh, ich habe mich entschlossen, oh, den Weg, der hier mein Kreuz zu tragen. Oh, warum? Weil ich möchte mein Loser, mein Retter, eines Tages sehen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Darum singe ich, darum danke ich den Herrn. Oh, Herr Jesus, dir alleine sei Ruhm, Lob, Dank, Ehre sei dir. In Jesu Namen. Amen. 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 Oh, alle Ehre sei den allmächtigen Gott, der auf dem Thron sitzt. Und Herr Jesus Christus, der Lamm. Oh, power belongs to the Lord Jesus. Oh, power belongs to the Lord Jesus. In heaven, on earth, underneath the earth in the water. All power belongs to the Lord Jesus. All power belongs to him, Jesus. All power belongs to he that sitteth on the throne and to the Lord Jesus in heaven, on earth, underneath the earth. All power belongs to the Lord Jesus. In heaven, on earth, in the water, underneath the water. All power belongs to the Lord Jesus. Amen, 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 amen. Hier,
Ja, ich danke dir, dass ich, ja, danke dir, Herr, für das Kreuz. Ich danke dir. Oh, Vater, in den Namen Jesus Christus, Herr. Dieses Thema hast du mir seit ein paar Wochen jetzt gegeben, Herr. Und ich möchte jetzt anfangen, Herr, segne deine Kinder. Du weißt, wer auf immer dieses Video anschauen wird. Du weißt, wer die Menschen sind. Du weißt, wer, ob du dieses Video vorbeibringen kann, wirst. Ich bete, Vater, in den Namen Jesus Christus, Herr, begegne deine Kinder. Ich bete, Herr, ich stelle dieses Video um mich unter den Schutz Blut Jesu. Ich komme durch das Blut der Besprengung. Und ich besprenge dieses Video mich und alle, die zuschauen werden. Mit dem Blut Jesu, mit dem Blut der Besprengung. Oh, Herr, übernehme. Ich mache mich klein, ich stelle hinter und Heiliger Geist übernehme. Herr, Jesus soll gepriesen werden durch dieses Video, durch jedes Wort, das in meinen Mund kommen wird. Herr, Heiliger Geist übernehme. Segne deine Kinder, segne deine Leute, denn du segnen wirst in Jesu Namen. Dir alleine sei Ehre, Dank, Lob, Gebühr dir bis in die Ewigkeit. Amen. 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 Ich bin noch von dem Thema zur Zeit, weil ich möchte, was ja Herr mir Ende November offenbart hat, wie seine Kinder, geht ja, dass wir, wie wir die Leute gebunden sind, auch allgemein, wie wichtig das Blut Jesu. Die Wichtigkeit des Blut Jesu. Ich habe genug darüber geredet jetzt. Und ich möchte, dass es Befreiung, geistliche und körperliche Befreiung aller Art durch den Sieg Jesus Christus am Kreuz. Das ist die Befreiung aller Art. Befreiung aller Art. Und durch da möchte die Erde, nur durch das Blut Jesu, die Erde wird befreit. In allem, das ist darum Himmel auf der Erde, unter der Erde, im Wasser. Im Wasser. Alle Macht ist hier Jesus übergeben worden. So, wenn wir wissen, wie wir das mit dieser Offenbarung band, wie Bibel sagt, mein Volk ist zugrunde gegangen am Mangel der Erkenntnisse. So, ich möchte das ergründen, bis da, so die befreiende Befreiung Video. Es ist gut, durch Verständnisse, denn wenn man da zur Befreiung kommt, geht nicht um die Gebete, sondern warum sind manche Dinge so? Warum sind das so? Warum das Blut Jesu? Warum muss hier Jesus kommen? Warum Satan? Warum muss Satan am Kreuz? Warum besiegen am Kreuz? Warum ist Satan da vom Himmel runtergeschmissen mit seinen Dämonen? Warum mit seinen Engeln, die mit ihm gefallen sind? Warum ist Adam und Eva verführt werden? Warum Satan auf einmal war im Garten von Eden? So, all diese Dinge versuche ich ja, wie der Heilige Geist mich belehrt hat, so zu erklären. Und dass wir meine Geschwister alle, dass wir frei kommen, wo auf immer wir gebunden sind. Jesus, nicht mal frei, dass wir mit mit einer Offenbarung, erhobene Haupt in den Herr Jesus Christus, was wir haben, in was er Jesus für uns am Kreuz getan hat, in Jesu Namen. Und heute beginne ich, glaube ich, heute ist das dritte Video, wenn ich mich nicht tausche, ich glaube, dass das heute ist das dritte Video davon. Ich habe eins gemacht, weiß ich, schau mal nach. Ja, heute ist das dritte Video, ja. Und ich beginne jetzt, ja, ich möchte jetzt beginnen. Das dritte Video. Und ich möchte da, wir sehen, dass Gott hat den Himmel und die Erde und die Fülle darin hat er gemacht. Schauen Sie mal meine erste und den zweite und bevor Sie diese drittes Video schauen werden. Und der Gott gab uns eine Herrschaft über die Erde, über alles im Wasser, die Erde und die Tiere und alles, was da drin ist, hat uns Herrschaft darüber gegeben. Und ich möchte nochmal so 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 nochmal erwähnen. Dass im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. So, diese im Anfang, das war bevor bevor der Erdefall, bevor der Fall von Lucifer, so Satan, das, was ja beschrieben wurde. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. So, da sagt uns ja, in diesem Begriff, im Begriff Himmel und die Erde, ist wie die Engel, alles im Himmlischen, alle wie Gott alles erschaffen hat. Auch die Erde, das da, alles sind da begriffen, wie die Engel, weil es steht keine nirgends in der Bibel, wie Gott die Engel erschaffen hat, die Engel. Aber hier steht, Gott schuf, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. So, alles war drinnen, die Fülle, alle, auch im Himmel auf Erde. Da zeigt uns, wie Gott da das Ganze geschaffen hat.
Und dann, ich möchte noch mal was erwähnen in Offenbarung. Warum hat Gott das getan? Offenbarung Kapitel 4. Das ist mir gestern aufgefallen. Und ich möchte das uns, ich habe das gestern entdeckt. Ich habe gesagt, okay, passt sehr gut zu meinem Thema zurzeit. Das ist in Offenbarung Kapitel 4, Vers 11. Und dann sagt man, würdig bist du, O Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Darum, Gott hat durch seinen Willen haben die Sachen geschaffen. Ich sage, würdig geschaffen mit, durch seinen Willen und sie wurden geschaffen. So, alles im Himmel, auf der Erde, alles. Gott hat durch seine, hat er geschafft für sich. Für sich. Und dann, ich möchte noch mal da jetzt 1. Mose Kapitel 1, Vers 2 jetzt beginnen. Und dann Gott schuf da Himmel und Erde. Ja, da stand, das war bevor der Fall. Bevor die Erde fall. Der erste Fall, bevor Adam kam. Bevor Adam und Eva kam. Als der Lucifer fiel. Und dann, ja, wir haben gesehen, wie Lucifer gefallen wurde, zur Erde runtergeschmissen. Aber dann sehen wir, wo war er? Und dann die Erde aber war wust und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Bitte, ich möchte das behalten, dass was das Wort, er sagt, die Erde aber war wust und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. So. Die Erde war wust. Gott macht keine Wust. Gott, wenn Gott was macht, ist immer perfekt. Irgendwas war passiert, warum die Erde wust und leer war. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Er sagt mal, und es lag Finsternis. Es lag Finsternis auf der Tiefe. Was ist denn diese Finsternis, was auf der Tiefe lag? Bitte behalte das im Hinterkopf. Ich werde dazu kommen. Und dann Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. So, ich möchte dann gehen wir denn jetzt, da war die erste, was wir da gelesen haben, der erste Fall von der Erde, wie Gott die Erde zerstörte, wegen der Fall von Lucifer. Weil Lucifer war hier auf der Erde, war ein Gouverneur, Aufpasser auf der Erde. So, Gott hat die Erde, als Lucifer wurde runtergeschmissen, Gott hat die Erde zerstört. Aber Lucifer, was war die Finsternis, war unter im Wasser war. Wir werden dazu kommen. Gott zerstörte die Erde. Gott, die Engel Gottes, Engel Gabriel und seine Engel haben Lucifer runtergeschmissen. Es war ein Kampf im Himmel, wie Offenbarung Kapitel 12. Da war ein Kampf im Himmel und dass Lucifer, Satan kämpfte mit seinen Gefallenen, die denn er mit List verführt hat, die Engel. Die kämpften mit den Engel Gottes und die wurden runter, die überwand ihm. Ich glaube, das Wort gibt auf Deutsch. Durch das Blut. Das Blut Jesu. Das Blut Jesus Christus. Haben die da im Himmel Satan überwunden. Im Himmel. So. Und dann wir gehen hier weiter. Die sagt mal, Gott hat die Erde zerstört. Darum, auch wenn wir sind am sechsten Tag, wie wir die Bibel da, das alles stimmt. Aber die Erde ist viel, 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 viel älter. Ja, älter. Als was wir haben. Darum finden Fossilien und so. Die Erde ist viel, viel, viel Millionen Jahre älter nur 6000 die Erde. Wann ich sage, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das war die Anfang, wie Gott alles geschaffen hat. Ganz am Anfang, bevor der Fall von Lucifer zu Satan. So, und dann wir gehen weiter. Und dann, ja, die Erde war ohne Form, ohne, war wust und leer. Das ist, warum? Durch den Fall. Durch war Gott, der Fall von Lucifer zu Satan. Gott zerstörte alles auf der Erde, wo er war. Wo war der denn? Er versteckte sich, war unter Wasser. Diese Finsternis, was unter Wasser war, in der Tiefe war, war Satan. Wir werden mal das langsam erklären, beweisen durch die Bibel. Und dann, ja, wir gehen weiter. Und dann gehen wir da, der zu bestätigen, dass Gott die Erde zerstört hat. Möchten wir da, dass wir Jeremia Kapitel 4, 23 bis 26, Jeremia
Jeremia Kapitel 4. Jeremia Kapitel 4 von 23 bis 26. Da Bestätigung, wie Gott die Erde zerstört hat, nach dem Fall von Lucifer. Okay. Und ich schaute zur Erde. Doch siehe, sie war wust und leer und zum Himmel, aber sein Licht war verschwunden. Ich schaute die Berge an. Doch siehe, sie bebten und alle Hügel schwankten. Und ich schaute und siehe, da war kein Mensch mehr. Und alle, na, das war die zweite, da war mehrere Zerstörungen, die Gott sogar getan hat. Nach erste war der Fall von Lucifer. Und dann noch eine kam, das möchte ich dann nicht reden. Das ist, ich glaube, Enoch. Da kam noch mal eine Gott zerstörte die Erde, bevor die Noah, die durch das Wasser zerstört wurde. Aber ich möchte mal erstmal, wo der Fall von Lucifer bleiben. Und sagt er da, und ich schaute zur Erde, doch siehe, sie war wust und leer, und zum Himmel, aber sein Licht war verschwunden. So, das war die Zerstörung, die Gott zerstörte wegen der Fall von Lucifer. Lucifer zu Satan. Das war die erste Zerstörung auf der Erde, bevor Gott neu begann, wie wir jetzt auch sehen werden. Darum die Erde ist, wie ich letztes Mal erwähnt habe, ist 70% Wasser und 30% Erde. Die alles, was Gott stammt aus dem Wasser. Die Erde ist 70%, Weltoberfläche ist 70% Wasser. Und nur die bewohnbare, normale ist nur 30%. So, das ist 30%. So, wir sind da, das ist Vers 6 bis 10. Und dann Gott sprach, es werde eine Ausdehnung in Mitte der Wasser. Die Bide eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel und es wurde Himmel. Und es wurde Morgen, der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde. Aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. So, die Erde, 70% ist Wasser. Ist unter Wasser. Wasseroberfläche. Wasser, 70% der Erde ist über Wasser. Nur 30% ist nur Land. Das zu sagen, wie Gott die Erde, Gott gehört die Erde. Die ganze, das sagt er, wie er gemacht hat. Darum ist auch so sichtbar, beweisbar, Gott hat die Erde erschaffen. Und dann ja, wir gehen nochmal jetzt, Vers 20. Vers 20 bis 22. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen. Und es sollen Vögel dahin fliegen, über die Erde, an dem Himmel Ausdehnung. So, wo kommen die Vögel her? Aus dem Wasser. Die Vögel sind aus dem Wasser. Gott hat die Leben, Gott hat keine Odem in die Tiere hineingehockt. Nein, automatisch, die kommen aus dem Wasser. Die Vögel kommen aus dem Wasser. Die über die Atmosphäre. Ich weiß, warum ich das erkläre. Ich werde mal da, warum. Wegen als Christ. Wir haben Autorität. Wir sind übernatürliche Wesen als Christen, was Herr Jesus für uns am Kreuz getan hat. Darum erkläre ich das alles langsam. Und dann ja. Und 20 nochmal. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen. Und es sollen Vögel dahin fliegen, über die Erde, an der Himmelsausdehnung. 21. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. So. Die Meerestiere, Vögel, alles, an allerlei Vögel, die kommen was? Aus dem Wasser. Aus dem Wasser. Wo, aus dem Wasser, wo lag die Tiefe der Finsternis? Auch unter Wasser. Und alle Vögel kommen aus dem Wasser. Als Satan gefallen ist, er fiel auf der Erde. Erde wurde zerstört. Erde wurde zerstört. Alles war, lag, Wasser war über die ganze Erdoberfläche. Gott musste alles trennen.
alles vom Einzelnen trennen, um Erde das so zu erschaffen. Die 30% Erde. Alles war unter Wasser. Sein Geist schwebte über Wasser. So. Und dann 22. Und Gott segnete sie und sprach: Sei fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der fünfte Tag. So, wir sehen hier, wo die Tiere kommen, wo die Vögel und die Meerestiere, die kommen aus dem Wasser. Wo war die Tiefe, die Finsternis, der lag unter der Tiefe. Und die Erde war, ganze Erde war mit Wasser bedeckt, ganze Erde, hundertprozentig mit Wasser bedeckt, bis in den Himmel. Gott musste alles austrennen, ausdehnen. So, Gott muss alles. So, wir gehen nur weiter. Und wenn, als Gott, Mann, Gott hat die Tiere nicht in seinem Ebenbild gemacht, hat auch keine Oden in diese Tiere nicht angehaucht, aber nur zu Mann. Als Gott Mann machte, ich möchte jetzt gehen, Vers 1. Mose 26 bis 28. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserer Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Sei fruchtbar und mehrt euch und fülle die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. So, ich möchte jetzt erklären. So, Gott jetzt hat einen Mann, hat Menschen gemacht, seine Ebenbild. Er sagte: Gott Elohim, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, lass uns Menschen in unserer Ebenbild machen. Uns ähnlich. Gott hat Menschen seine Ähnlichkeit gemacht. So. Diese Ähnlichkeit, seine Ähnlichkeit, ich sage so wie denen. Also Gott hat die Menschen in seinem Bild und in seiner Ähnlichkeit hat die Menschen gemacht. Und die sollen, wo sollen die zuerst herrschen? Und die sollen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. So was zuerst hat Gott Autorität, der Mensch Autorität geben zu herrschen? Er sagt, das ist 1. Mose 1, Vers 26. Gott sprach: Lass uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische. Die sollen herrschen zuerst über die Fische. Warum Fische? Wo lag die Finsternis über die Erde? Über Wasser? Wo war die Finsternis in Tiefe unter dem Wasser? Und Gottes Geist schwebte. Als Gott den Menschen seine Ebenbild machte, in seinem Bild und Ähnlichkeit, erste Autorität, was Gott gab, den Mensch gab, die er erschaffen hat, Autorität über die Fische. Fische hier bedeutet nicht so, ist die Fische, was wir essen. Das sind die Mächte im Wasser, wo Lucifer liegt. Gott hat Autorität, der Mensch, er erschaffen hat Autorität gegeben, über die Mächte im Wasser zu herrschen. Erste Autorität, was Gott gab. Und diese Autorität, da war Lucifer, der Satan gefallen ist, da war er unter im Wasser. Er war unter im Wasser. Und ein Mensch, Gott macht ein Mensch sein Bild, in seine Ähnlichkeit und über diese Macht im Wasser so herrschen. Darum singen alle Machtgebilde, Herr Jesus, steht in Offenbarung, im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und dann im Wasser. Da steht in Offenbarung. Warum das so? Hier ist die Antwort. Das möchte im Wasser. Als Lucifer fiel, er fiel im Wasser. Die Erde war mit Wasser bedeckt, er fiel runter. Aber im Wasser, als die Erde war mit Wasser, damals hundertprozentig bedeckt im Wasser. Und bevor Gott da austrennte, weil als Lucifer war, bevor er zu Satan fiel, hatte die Übersicht auf der Erde. Und Gott ist ein gerechter Gott. Gott hat ihm zugelassen.
Ja, konnte Gott hat ihn gelassen. Gott trennte. Gott hat ihn nicht getötet und dann bestraft. Nein, Gott hat ihn gelassen. Gott hat ihn gelassen und trennte seine, was er machen würde. Wenn wir nochmal verstehen, als Jesus Christus nach Genezareth ging, der Mann mit den 15.000 Dämonen, ich weiß nicht, welcher Vers das jetzt in Johannes oder Matthäus ist. Und dann, er wollte in diese Stadt hineingehen. Und der Mann in Genezareth, der sah und schrie, die Dämonen, eine Dämonen ihm schrie, es waren 15.000 Dämonen, dieser Mann war besessen und schrie. Jesus, Sohn Gottes, warum kommst du uns jetzt zu quälen? Unsere Zeit ist noch nicht gekommen. Und was sagte, was sprachen die Dämonen in dem Mann? Und sagte da, bitte quäle uns nicht, schicke uns. Er sagte, wo? Er sagt, bitte zurück ins Wasser. Er sagt, schick uns ins Wasser. Und dann, wann Herr Jesus hat gehorcht, warum? Weil Gott ist angerichtet. Die Zeiten, die Dämonen zu quälen, ist noch nie gekommen zu bestrafen. Ein Urteil gesprochen schon, aber dann später, am Ende, wird der Satan mit seinen Dämonen in die brennende Feuer geworfen. Aber die Zeit, das zu tun, ist noch nie gekommen. Herr Jesus da befahl diese Dämonen ins Wasser, die fielen im Wasser zurück. So, das ist die Ursache, das ist die Uhr, wo die herkommen. Und Gott gab Menschen Autorität über die Fische im Wasser. So herrschen, so es Autorität über die Mächte im Wasser. Es sind nicht Fische, sondern die Mächte im Wasser. Gott gab den Menschen Autorität darüber, so herrschen. Ich werde mal langsam, langsam, warum Wasser? Warum ist dieses Thema genauer da erwähnen? Und dann, ja, und dann sagte Gott, machte Menschen sein Ebenbild und machte da. Er sagte, herrsche über denen. Und Gott schuf den Menschen, 27, in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, sei fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertanen. Macht sie euch untertanen. Und herrscht über die Fische im Meer und alle die Vögel im Himmel und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und sagt, mag euch alle diese Fische, mag euch und Meer, mag euch das untertanen. Herrsche über sie, macht untertanen und herrsche über sie. Warum untertanen? Und denn ihr herrscht. Erstmal da. Untertanen, bevor man jemanden als ein Untertanen sagt, Untertanen wie ein Sklave, ein Diener. Du musst erst mal denjenigen besiegen, bevor du über denjenigen herrschen kannst. Das, was da steht, in meiner englischen Bibel sagt, the subdue, ein Blemish. Er sagt, bevor du Untertanen machen kannst, du musst denn da erst mal, früher als der Kriege gab, viele Leute sind in verschiedene Länder gegangen, um Kriege auszuführen. Bevor jemand andere Länder so, sich Untertanen nehmen konnte, muss man das Land erstmal besiegen. Hier, er besiegt diese Macht im Wasser. Dieser Lucifer im Wasser, besiegt den und herrscht über ihn. Das war der Auftrag Gott, der zum Mann gab. Nachdem Gott getrennt hat. Also bevor das geschah, und Gott sagte, sei mal fruchtbar und mehret euch. Sei mal fruchtbar. So, warum war das? Wir sind hier in Jesaja 14. Warum Satan so neidisch, voller Eifersucht auf die Menschen waren. Was Satan haben wollte, hat Gott freiwillig seinem Mensch gegeben. Warum Satan fiel? Er wollte Gott ähnlich sein. Das ist Jesaja 14, 14. Jesaja 14, 14. Er sagt mal, ich will emporfahren auf Wolkenhöhe. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhe. Da sagt Satan, er will emporfahren auf Wolkenhöhe. Und ich möchte noch mal so vielleicht besser hier auf Hesekiel 28. Hesekiel. Warum Satan runtergeschmissen wurde? Er wollte Gott ähnlich sein. Er wollte wie Gott sein. Und da wo ist er weggeschmissen, ist er runtergeworfen worden. Und das, was er wollte, hat Gott den Menschen freiwillig gegeben. Freiwillig. Und dann hier.
Okay, das ist Hesekiel 28, 17. Oder beginne ich so vom 16. Er sagt, durch Hesekiel 28, Vers 16 bis 17. Durch deine vielen Handelsgeschäften ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. 17. Warum der Grund? Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit und deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde verworfen. Und dich vor den Königen. Okay. Gehen wir nochmal auf. Okay, mit 18. Mit deinen vielen Missetaten durch die Ungerechtigkeit deines Handels hast du deine Heiligtümer entweiht. Da ließ ich ein Feuer über dir ausgehen, dass ich dich vertilgte. Und ich habe dich zu Asche gemacht auf der Erde vor den Augen aller. So, Satan wollte Gott ähnlich werden. Er wollte Gott. Er wollte Gott sein. Er sein Hirte, der gesagt, ah, er will auch so wie Gott. Er will Gott ähnlich. Er will so Gott sein wie Gott. Das ist Hesekiel 28, Vers 1. Menschensohn, sprichst du dem Fürsten Tyrus? Das ist eine Sprichwort oder eine Gleichnisse. Das Wort ist ein Symbol. Dieser Tyrus ist Satan. So spricht der Herr. Der Herr, was sich dein Herz erhoben hat und du gesagt hast, ich bin ein Gott und sitze auf einem Gotterthron mitten im Meer, da du doch nur ein Mensch und kein Gott bist. Und weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichstellt. Aber ist egal, Satan wollte sich genau wie Gott ähnlich, er wollte empor in den Himmel gehen. Und was er da wollte, warum er runter verworfen wurde, vom Himmel nach unten geschmissen wurde, hat Gott den Menschen freiwillig gegeben. Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild, das 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Was Satan haben wollte, der ihm runtergeschmissen, er wurde runtergeschmissen, hat Gott den Menschen freiwillig gegeben. Und denn Gott machte Menschen in seinem Ebenbild, Gott machte Menschen in seiner Ähnlichkeit. Und dann was sollen über Satan, über diese Macht im Wasser, die sollen da Untertanen machen und herrschen über ihn. Satan wurde so neidisch. Neid war in ihm sowieso, bevor er runter. Er wollte Gott ähnlich. Neid. Er war, dieser Arm sagt, Herr Jesus sagte Markus 7. Er sagt, es ist nicht, was man isst, die sich verdirbt. Das ist, was da rauskommt. Da vom den Herzen kommen alle Bosheit. Kommen alle Bosheit. Da Neid. Kommen da Mord, Gedanken. Neid. Wer ist der? Ich werde mal das ist ein anderes Thema. Ich werde mal da dieses Thema eingehen. Anders Mann, anderer Serie gehen. Warum Gott sagt, wir sollen ihm lieben von ganzem Herzen, ganze Seele, ganze Denken und ganze Kraft. Warum? So, Satan wurde neidisch, weil was er haben wollte, hat Gott ein Mensch erschaffen, in seinem Ebenbild, in seiner Ähnlichkeit und dann im Garten von Eden eingesetzt und sagt, mag dich da, mag diese Macht im Wasser. Satan, mag ihm deine Untertanen und herrsche über ihn. Nachdem du geschafft hast, herrsche über ihn. Und dann er sagt mal, sei mal fruchtbar und dann vermehrt euch. So, das ist das da. Und Satan wurde neidisch darüber. Ich glaube, ja, mag ich stopp. Ich werde mal noch mal mein zweites Video demnächst machen, dass es nicht so lang wird. Der Herr segne euch. Darum sag mal, ihr singt diese Lied. Vollbracht, vollbracht. Es ist vollbracht, der Weg ist jetzt frei, in deine Gegenwart vollbracht, vollbracht. Es ist vollbracht, der Weg ist jetzt frei, in deiner Gegenwart. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst. Wo dich erlöst, hast du den Tod besiegtest, wo dich erlöst, wo dich erlöst. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht,
Der Weg ist jetzt frei. In deine Gegenwart vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht. Der Weg ist jetzt frei. In deine Gegenwart. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Oh, meine Zuschauer, meine Damen und Herren, egal was du durchmachst, was du durchgehst zurzeit, der Herr hat dann, was auch immer, hat der Herr das besiegt am Kreuz. Es ist vollbracht. Der Weg ist jetzt frei. Der Weg zur Freiheit, so alle Art der Bündnisse ist frei. Herr Jesus, ich bete in den allmächtigen Namen Jesus Christus. Die Autorität in den Namen Jesus Christus. Und die befreiende Kraft, die das Blut Jesu ist. Die Kauf und die Macht. Die Währung Blut Jesu. Ich bete in den Namen Jesus Christus, dass du, was auch immer du frei, wo der Feind dich angesperrt hat. Egal wie dunkel das ist, die Dunkelheit, wo du bist, oder wie ausweglos oder aussichtlos deine Situation aus ist. Ich sage, sei frei in Jesu Namen. Du bist frei. Ich spreche Freiheit in deinen Geist, Körper und Seele in Jesu Namen. In deine Familie Freiheit. Dass das Licht Gottes jede Dunkelheit in deiner Familie verschluckt. In Jesu Namen. Ich sage, je dunkel, das ist, desto je, die mehr Licht und heller das Licht Gottes scheinen wird. Wenn wir in die richtige, wenn wir wissen, wie wir zu beten haben. Und sag mal, seit der Zeit von Johannes der Täufer bis jetzt, das Reich Gottes leidet Gewalt und die Gewalttätigen nehmen das zu sich mit Gewalt. Nicht körperliche Gewalt, sondern geistliche Gewalt. Dass der Satan, der Feind ist gekommen, uns zu stillen, zu verderben und zu töten. Nicht irgendwas Gutes mit dir, nein. Und ich bete in den Namen Jesus Christus. Jede Macht der Bündnisse, jede Macht der Unterdrückung, jede Macht, der Satan dich da immer wieder auf den Deckel haut, in den Namen Jesus Christus. Ich spreche Freiheit, die durch den Namen und das Blut Jesu, die kaufende Macht, dessen Blut Jesu ist. Du bist frei in Jesu Namen. Ich spreche Freiheit. In deinem Geist, Körper und Seele, in Jesu Namen. Ich befehle Depressionen aus deinem Leben rauszufahren, in Jesu Namen. Ich spreche jeden Gedanken, der nicht von dir her ist. Ich ziehe die runter und befehle rauszufahren, in Jesu Namen. Ich ziehe jeden Gedanken, die sich erheben gegen Gott, die Gottes Verheißung, dein Leben sich erheben. Ich ziehe die runter in den Namen Jesus Christus. Oh Herr, dir alleine sei die Ehre. Dank, Lob sei dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Sei gesegnet, der Herr segne euch. Bitte verteile dieses Video so weit. Ich möchte, dass Leute durch Erkenntnis, Leute werden freikommen. In Jesu Namen. Vielleicht, ich bete noch, bitte verteile dieses Video und bitte abonniere diesen YouTube-Kanal. Abonniere und verteile dieses Video. Dass viele Gottes Kinder frei, dass wir nicht, weil wir Mangel an Erkenntnisse haben, dass wir der Feind, obwohl wir Kinder Gottes sind, wir sind einen Topf so zugedeckt. Das muss nicht sein. Der Herr segne euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.